In der deutschen Karnevalhochburg Köln hat sich der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky unter die Feiernden gemischt. Als Pappmaché-Figur auf einem Motivwagen mit der momentan entscheidenden Frage, to be or not to be. Der Rosenmontagszug nahm auch die deutsche Politik aufs Korn. In Venedig geht es weniger politisch zu. Die schönsten Masken und Kostüme werden an diesem Dienstag gekürt. Der Verkleidungsspaß ist nicht ganz billig. Pro Tag kann das Ausleihen eines Kostüms bis zu 1000 Euro kosten. C'est vrai qu'on a une passion pour Venise, pour la ville, et du coup on essaye de porter notre savoir-faire en justement perpétuant les traditions vénitiennes. In einigen Städten Portugals fielen die Feierlichkeiten wegen schlechten Wetters ins Wasser. In anderen trotzten die Menschen der Witterung und feierten einfach trotzdem.